Ja, den Trabant. Den kleinen 600er Trabant. Oder was ist das? 601. Aus der ehemaligen DDR. Auf das Auto musste man lange warten. Oh ja. Der ist aber noch schön im Schuss da. Mit Windfang. Das ist so ein spezieller Kunststoff, aus dem der aufgebaut ist. Ich hatte Verwandte in der ehemaligen DDR, die haben zu DDR-Zeiten 18 Jahre auf sein Auto warten müssen und die mussten das vorher bezahlen. Ein Auto ging auch nie kaputt. Es wurde immer geflickt. Und die gebrauchten Trabants waren damals teurer im Sozialismus als ein neuer Trabant. Und ganz, ganz wenige konnten sich einen Trabanten einfach direkt ab Werk liefern lassen. Das waren so Parteibusse oder so. Und der lief und der wurde gepflegt, geschützt für die ganze Familie. Wenn man dazu mal ein Auto hat, ich glaube, das war damals schon Nonplusultra. Nicht jeder konnte sich ein Auto leisten. Und die, die eins hatten, die galten dann schon eher als wohlhabend. Das Ganze ist mit dem einen Spiegel da. Ein seltenes Fahrzeug. Ja, man sieht sie nicht mehr oft auf der Straße in der Schweiz. Sind aber auch nicht wirklich sicher. Also wenn man mit dem einen Crash hat, dann sieht man ziemlich alt aus. Aber sie sind irgendwie von der Form her einfach geil. Oldtimer-Style. Die wurden noch recht lange gebaut auch.